Einen wunderschönen guten Tag aus Kanada. Hier spricht Andreas Popp. Ich hatte ja vor längerer Zeit des Öfteren eine kleine Serie, die hieß Hashtag Andreas Popp, Finanzfragen, was tun? Das muss man so hintereinander ohne Punkt und Komma in kleinen Buchstaben, ohne Leertasten eingeben und dann kommt man auf ein paar Ansprachen, die ich zum Thema Finanzen gemacht habe. In der Zwischenzeit sind natürlich Unmengen an Fragen auch aufgelaufen und auf die möchte ich jetzt zwischendurch doch wieder mal eingehen, weil ich es einfach oft nicht schaffe in Anbetracht dieser sich überschlagenden Ereignisse in der Politik. Wir haben ja doch eine ganze Menge zu tun, das machen wir auch wunderbar gerne, aber ich möchte hier kurz ein paar Fragen beantworten, die sehr oft auftauchen. Und ich habe dann immer so Beispiele, repräsentative Fragen rausgenommen, die dann letztendlich das wiedergeben, was die meisten schreiben, die uns anschreiben. Und ein wichtiges Thema ist das Thema der Lastenausgleich. Hier schreibt jemand: Wir überlegen uns, eine Photovoltaikanlage anzuschaffen ohne Kreditaufnahme, um ein Stück unabhängiger bei einem Blackout zu sein. Sie haben in einer Sonderinfo davon abgeraten. Ich habe nicht verstanden, was Ihrer Meinung nach dagegen spricht. Auch geben Sie an, dass man seine Immobilie verkaufen sollte. Wir haben ein eigengenutztes Haus, in dem 3 Generationen wohnen. Das Haus ist schuldenfrei. Ich verstehe den Sinn nicht, warum ich das verkaufen sollte. Wie soll denn in diesem Fall der weitere Weg aussehen? Was soll ich inklusive meiner Familie denn Ihrer Meinung nach dem Verkauf machen? In eine Mietwohnung ziehen, ohne Selbstversorgergarten, auswandern, das habe ich nicht vor. Ich wüsste auch überhaupt nicht, wohin. Gut, das ist jetzt mal meine Antwort. Ich rate oder berate erst einmal gar nicht, sondern ich gebe nur meine eigenen Gedanken zu bestimmten Themen ab. Den Lastenausgleich halte ich für eine große Gefahr. Je wertvoller eine Immobilie bei Inkrafttreten einer Zwangshypothek ist, desto höher die Belastung für den Immobilieneigentümer. Ich würde niemals abraten, eine Photovoltaikanlage zu installieren oder sagen, dass man seine Immobilie verkaufen sollte. Ich selbst allerdings würde in der derzeitigen Lage schlicht bestimmte Dinge anders machen, als es die meisten Menschen tun. Das ist alles, aber jeder ist für sich eigenverantwortlich. Ich sehe das Problem dann, wenn der überwiegende Wert seines Vermögens einseitig, in diesem Fall in Immobilien, angelegt ist. Es heißt ja, lege niemals alle Eier in einen Korb. Aber es sollte dann auch heißen, lege nicht alles in Eier an. Also man muss hier wirklich entspannt sein und die Zusammenhänge in Ruhe durchdenken und dann entscheiden, und zwar jeder für sich. Wenn wir, wie in diesem Fall der Schreiber sagt, er habe eine klare Entscheidung getroffen und will das Risiko in Kauf nehmen und hat auch nicht vor, seine bisherige Sichtweise zu ändern, der kann das doch gern tun, um Himmels Willen, das ist ja die Eigenverantwortung. Es wird sich eh im Nachhinein erst zeigen, was wirklich richtig war. Wir haben übrigens bisher keine weiteren Infos an der Stelle nochmal zur Konferenz über das Lastenausgleichsgesetz. Das fand ja irgendwie am 23. Juli oder so etwas statt. Das hält man offenbar relativ zurück. Also wir kommen da schwer ran im Moment. Ich bin aber dran. Und wenn wir Informationen haben, werden wir die auch dann bekannt geben natürlich. Diese virtuelle Sitzung fand ja jetzt statt und wurde von der Bundesregierung gefördert. Sollte diese Vermögensteuer aus Immobilien kommen, das ist das Lastenausgleichsgesetz, und wir das im Kontext zu aus dem Ruder gelaufene Politik stellen, das heißt zusammensehen, dann sind die Immobilienpreise in Europa in massiver Gefahr. Das Zinsniveau könnte dann gleichzeitig dramatisch steigern in Anbetracht der Geldmenge. Das Problem ist, dass die Immobilieneigentümer heute gar nicht mehr auf die überzogenen Preise achten, sondern nur noch auf die niedrigen Finanzierungsraten. Und das ist ein kapitaler Fehler, wie ich es sehe. Also hört euch gerne auch mal die alten Podcasts an, die ich dazu gemacht habe. Hashtag Andreas Popp, Finanzfragen, was tun, eingeben unter Suchleiste, dann findet man das. Man kann das Problem aber abpuffern, wenn man sich zum Beispiel wohnungsmäßig verkleinert. Das ist meine Ansicht dazu, um den Anteil des Vermögens auf mehrere Füße zu stellen. Also das ist nochmal wichtig, dass ich da nochmal kurz Stellung nehme. Eine weitere Frage bezieht sich auf Immobilien in Kanada. Ich habe von einem Bekannten gehört, dass er sich ein Haus an der Ostküste Kanadas erwarb, er aber sehr viel Ärger hatte.
Die Fotos suggerierten eine super Qualität, die schlicht nicht der Wahrheit entsprach. Der Verkäufer und auch der Makler sind leider nicht mehr zu sprechen bzw. machen sich rar. Wie kann man sich die Seriosität oder der Seriosität der Anbieter vergewissern? Ja, also was soll ich dazu sagen? Es ist wirklich nicht einfach, mit den europäischen Erfahrungen den kanadischen Immobilienmarkt zu verstehen. Es gibt seriöse und unseriöse Anbieter. Das gilt für Makler, die ja im Auftrag verkaufen, aber auch für Landerschließer, die direkt als Anbieter ohne Mittelsmann ihre Grundstücke hier anbieten. Ich persönlich favorisiere da ausgesuchte Landerschließer, da man hier in Sachen Bauqualität keine Überprüfungen machen muss, weil da steht kein Haus drauf. Bei einem Neubau, der oft in Modulbauweise stattfindet, kann man relativ schnell und preiswert und qualitativ hochwertig ein Haus draufstellen. Und das ist dann neu und dann ist man auf der sicheren Seite. Das ist meine persönliche Ansicht. Ich habe Erfahrungen mit gebrauchten Immobilien gemacht, ich selbst auch, und wird es heute so nicht mehr machen. In Betracht der oft als kritisch empfundenen Lage in Europa und der nur schwer möglichen Einreise jetzt nach Kanada wollen viele Anleger ihr Geld sichern. Der Baustein ist dann oft ein Stück Land hier auf Cape Breton, weil die sagen, 10.000 Quadratmeter sind immer 10.000 Quadratmeter, auch wenn der Preis sich halbieren sollte. Das ist nun einmal so. Außerdem gibt es seriöse Landerschließer, die ein lebenslanges Umtauschrecht garantieren. Das finde ich übrigens wichtig. Wenn einem das Grundstück bei realer Sichtung nicht gefällt, dann kann man es gegen ein anderes Grundstück eintauschen unter voller Anrechnung der Bezahlung des ersten Grundstückes. Das ist auch nochmal wichtig. Das ist eine Frage, die sich wirklich permanent durchzieht. Und die nächste Frage auch zum Thema Immobilien und Auswandern. Deshalb heute diese Fragen. Das nächste Mal möchte ich nochmal auf die Kryptowährungen eingehen, aber hier geht es um diese Frage. Frage: Wie kann man jetzt ganz schnell nach Cape Breton auswandern? Da kann ich nur antworten, die Frage hätte man mir besser 2015 gestellt, als man durch die schwer verständliche Grenzöffnungsorgie, zum Beispiel in Deutschland, schon deutlich erkennen konnte, dass eine neue Qualität der politischen und gesellschaftlichen Lage installiert wurde. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Hier musste ich damals ehrlich gesagt aber eine gewisse Trägheit bei vielen Menschen feststellen, mit denen ich sprach. Wäre man damals ausgewandert, hätte man heute seinen permanenten Aufenthaltsstatus haben können. Aber man hat es nicht getan. Aber das ist jetzt kein Angriff, sondern das ist einfach nur die Konsequenzen, die man tragen muss. Das ist immer das, was man hineintut, das kommt auch heraus. Das ist die Wechselwirkung. 2020 kam dann die Shutdown-Politik. Und wieder sprachen viele Menschen davon, dass es sich schon wieder normalisieren würde. Im Moment vor der Wahl sind die Zügel ja übrigens wieder ein bisschen locker. Und ich glaube zu erkennen, schon wieder eine gewisse Trägheit bei vielen. Nicht bei allen, das ist mir klar. Aber was kommt nach der Wahl? An der Stelle möchte ich noch etwas sagen, was ich an der kanadischen Politik wirklich gut finde, ist, dass niemand, der im März 2020 hier war und einfach nicht zurückflog